Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier der KDM Thüringen, Version 3.001. Ich sammle noch schnell den Rest die Ballen auf, die letzten. Und dann werden wir gleich mal die nächsten Fahrzeuge auf Spur schicken für Feld Nummer 47, so aussagt. Dann muss ich hier noch irgendwann mal düngen. Bei Gelegenheit. Ist noch ein Ballen zu liegen gewesen? Ja. Weiter übersehen. Ich kann dir mal auf den Anhänger drauf lassen, weil ich weiß aktuell nicht, wo ich lassen soll. Von Silagebahn ist ein Problem, die können irgendwo liegen, ne? Aber keine mehr. Aber Mehl verkaufen muss ich noch, ne? Müsste ich mal irgendwie einrichten. Hier wird man nicht alles im Marsch fahren, das ist doch ein bisschen viel. Schaffe ich da nicht zu bearbeiten. So. Gut. Den haben wir jetzt mal hier. Da können wir noch den lassen. Hier. Oder ich kümmere mich mal noch darum, dass wir die Fahrzeuge mit Saatgut voll kriegen und dass wir da weiterarbeiten können. Ne? So. Stimmt ja, der andere hat ja die andere Arbeit gemacht. Mit vielleicht umstellen auf. Aber ich vergesse das nämlich garantiert und dann meistens geht das schief. Ich kann halt kurz löschen. Habe ich 12 gespeichert. Wir dürfen mal hier höher fahren, weil wir ja eh sonst fahren würden, ne? Sonst nicht. Ja, hier muss ich die ganzen Punkte auch wieder anfahren, dass wir entsprechend beladen können und abladen können, ne? Also da muss man im Prinzip einen Abzweiger machen. Deswegen hatte ich vorhin geschaut wegen automatisch befüllen mit Pflanzenschutzmittel. Ich stelle mal wieder fest, das wird langsam, aber zum nächsten Mal reicht das auch noch. Jetzt reicht das noch eine Weile. Der soll auf Feld Nummer 47 fahren. Das kann ich alleine machen. 50, 41. 47. Ja, Nord. Aber erstmal um Dünger reinknallen, ne? Reparatur müssen wir nicht machen, das ist nicht notwendig. Aber sehen Sie, langsam aber sicher unser Lager wird leer, ne? Das hatte ich ja mal eingekauft gehabt am globalen Markt. Das ist ja von der Marsch. Dünger und Saatgut. Pflanzenschutzmittel habe ich da auch, aber nicht so viel wie jetzt hier gebraucht wird. Ne? Also, wir können mal ganz kurz die Richtung fahren lassen. Natürlich mal mitnehmen, ne? So. Auf geht's. Der alleine, wir können dessen den zweiten entsprechend auffüllen. Haben noch einen dritten normalerweise irgendwo, ne? Ja, haben wir. So, wie jetzt auch 47 Nord. Aber erstmal auffüllen, ne? Sonnenblumen ist eingestellt. Das ist der von Feld Nummer 60. Oh, nee, Quatsch. 47. So. Die Traktoren können gut in die Halle rein, die können gut da rangieren, ne? Die anderen sind da nicht so gut. Also unsere Grasmäher, der ist ganz schön groß. Deswegen
Müsste auch noch mehr mähen normalerweise. Also das können wir auch noch morgen machen zur Not. Wichtig ist, dass die Aussaat abgeschlossen wird und dass wir da Ruhe haben, ne? So. Den Kurs löschen wir mal ganz kurz. Und dann checken wir mal los, ne? Natürlich wollen wir ihm dann erstmal raushelfen, ne? Das wird schwierig. Aber wenn auch reinkommt, kommt er wieder raus, ne? So. Und könnte sein, dass der Antrag doch im Wege steht. Ja, das ist so. Ne, der dreht um. Kick an. Ich dachte erst, der macht jetzt hier Mucken und beschwert sich, dass er da nicht fahren kann. Okay. Dann wollte ich. Den muss ich auch noch wegnehmen. Ich will den ja im Prinzip auch da mitarbeiten lassen, ne? So, Position merken. Das besser wie wir fahren her. Entlassen. Löschen nicht. X. Weil den Punkt wird schwierig. Wohl. Da können wir tricksen, ne? So, vorne. Nicht eingestellt? Doch. Ich kann die Gabel bewegen, aber nicht den Rest. Gut. Nicht eingestellt, keine Ahnung. Ich fahre einfach mal los. Muss ich zur Not eine Karte gucken, wenn man das nicht sehen kann, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja 7. So, im Groben. So. Ach so, wenn wir einsteigen. Kann sein, deswegen. Also der An ist auf, ne? Müsste normalerweise funktionieren. Ja. Also, kann sein. Ja, gut. Weil es auf G eingestellt war, ne? Mit G musste ich auch noch die Gabel einstellen. Ach, hier, das ist so kompliziert. Ungefähr voll. Sonst wollte ich die Gabel im Prinzip runternehmen und dann im Prinzip ablegen, also lösen und dann die Gabel wieder aufnehmen, hätten wir das gefunden. So müssen wir halt hier zählen, ne? So 1, 2, 3, 4, hinten mal schon mal aufmachen. Garantiert verzählt. Müsste hier vorne irgendwo sein. Aber drei Ladungen fürs Feld, das müsste dann auch reichen normalerweise. Und das werde ich mal versuchen einzufahren, dass er alleine holt, ne? Ja, da kennt er nichts so. So. So, was wollte ich machen? Der ist fleißig bei und die beiden müssen jetzt da sein. Ja, genau.
Ne, das ist ein anderer. Da sah das noch ein Fahrzeug übrig. Alles mir egal, wir machen den nächsten beiden. So. Wir werden mal kurz aufs Feld auffahren, ne? Und ihn mal programmieren. Und zwar Feldmodus, links. Links hat passt. Kursgenerierung, zwei Fahrzeuge, 15 Meter. Vorgewende mache ich jetzt ein bisschen schlauer. Ruhig 3, 2, insgesamt 4. Den aktuellen Kurs 47. Hier links herum meistens Uhrzeigersinn sind links herum. Hier mal ganz kurz. Dann steigen wir aus und im nächsten gleich ebenfalls programmieren, dass wir nicht lange warten müssen, ne? So. Hier mal ganz kurz kopieren. Das ist. Das muss ich dicht bei sein, ne? Sonst haut das nicht hin. So, rechts, das passt. Aktiviert. Oh je. Ein bisschen mehr Abstand ist gut. Ich glaube, auf der nicht so wichtig, auf der andere ist wichtiger, glaube ich. Oder eigentlich von dem. Ja, 200 Meter ungefähr. Ungefähr. So, das passt. Erster Wegpunkt. Dann können wir gleich mal starten. Das hier gleich geprüft haben mit dem Abstand. Ersten Wegpunkt und das aktiviert. 20 Meter, das passt. Das ist okay. Links. Aktiviert, muss mir und gleich mal speichern. Und das ist Feld Nummer 47. Betreiben wir gleich. Aussaat. Na, ein S, zwei S reichen. Aussaat. Meter, zwei Fahrzeuge. Punkt. Im Grunde haben wir immer das gleiche Gerät. Ja, aber ersten Wegpunkt einstellen. Aua. C. So, der muss jetzt ein bisschen warten. Normalerweise. Muss mal schauen, ob er jetzt auch wartet. Die 250 Meter oder 100 Meter zumindest. Ja, er wartet. Wie lange brauchen wir dafür? Null. Okay, die kann man sehen, die Zahl. Mal schauen, ob er 250 haben will oder die 100, 202. Was für ihn, was für mich wichtig wäre, für ihn ist 202 wichtig, ja, okay. Also zeitmäßig mit knapp 3 Stunden. Aber das passt schon so. Ich fräse mit 18 km/h, das ist genau richtig. Und mal gucken. Düngen müssen wir hier auf jeden Fall nochmal. Ja, hier und da haben wir düngen und da auch. Da nicht, dann gut Rest, okay. Gut, da hätten wir auch keine Zeit, aber einmal auf jeden Fall. Dann werde ich mal unsere Wiese zum Düngen. Mal düngen, ne? Vier Händler, da müssen wir nicht hin, wir haben genug Kühe. Vielleicht mache ich noch später Schweine, aber wie gesagt, das mache ich jetzt aller Ruhe. Alles andere fertig. Und nachher können wir das immer noch. Kommt sicherlich die Zeit, wo wir ein bisschen Zeit haben. Entweder im Winter
Oder was auch sein könnte, eher wahrscheinlich, dass ich nachher aussaht. Das muss ja ein bisschen immer wachsen, ne? Und dann können wir immer noch mit Tieren anfangen. Zur Not. Also Arbeit haben wir nach wie vor genug. Ne? Und muss Unkraut muss bekämpft werden. Sogar hier auf Feldnummer 49. Und da ist ja schon gewachsen. Da können wir auf jeden Fall noch mal einmal übergehen. Da dürfte ein Gerät reichen und bei 10 müssen wir ein bisschen warten, bis er fertig ist. Wir düngen mal die Wiese erstmal. Aber das mache ich dann schon mal morgen, ne? Tut mir schon mal. Das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schön Dank fürs Reinschauen. Ne, dickes Dankeschön für alles. Tschüss, ciao. Und bis dann und vielleicht bis morgen. Tschüss.